Oh Baby, und wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda 2, The Adventure of Link, und auch für diesen Tempel gilt, wie für den davor, sobald ihr rechts gehen könnt, geht rechts, wenn ihr dann links gehen könnt, geht links, spring hoch, wenn du hochspringen kannst, dann spring einfach, danke, ich möchte nämlich die Erfahrungspunkte mitnehmen, bin jetzt ein wenig unschlüssig, wie ich's hin und spring, oh Gott, wie hat er mich verfehlt, ist auch egal, Hauptsache er hat mich verfehlt. Dieser Dungeon hier ist im Grunde in zwei Teile aufgeteilt. Einen rechten Abschnitt und einen linken Abschnitt. Und wir wollen erst in den rechten. Ich nehme einfach das Schild mit, weil er mir ja einen Trip... Na super, das bringt überhaupt nichts. Wetten, wenn ich nachher ganz dringend... Oh, Konzentration. Ui, war das knapp. Puh. Nicht Jump gebrauchen können, aber ich habe es doch geschafft, hier runterzufallen. Oh, zack. Und zack. Oh Gott, werden die doch immer nur so einfach. Ja, apropos einfach. Spätestens ab diesem Dungeon hier zieht der Schwierigkeitsgrad richtig, richtig an. Einerseits werden die verdammten... Oh, ein Suizid-Boss, Gegner. Ein Suizidritter, meine ich. Ein Suizidknüppelwerfer. Okay, Schlüssel, okay. Nein! Wow, wow. Wenigstens noch die Erfahrungspunkte mitgenommen. Wie gesagt, Lava. Toho! Shit. Kann ich dich nochmal dazu bringen, hier unten reinzulaufen? Nein, nein, nein. Okay. Springen? Egal, egal. Egal, ich hab's drüber geschafft. Ich hab's drüber geschafft, das ist die Hauptsache. Nicht tot. Nicht tot. Ich werde ja wahrscheinlich noch oft genug sterben, aber erstmal das hier soweit geschafft. Ja, am liebsten würde ich ja die Leben noch behalten. Ja, sobald in meinem Abgrund kein Zeug vorhanden ist, wo man denkt, oh, da falle ich rein, kann man da auch quasi runterfallen. Kriege ich dich hier unten irgendwie rein? Oh, nein, nein, da bleibst du halt da. Ist mir egal. Ich brauche meine Erfahrung, wie habe ich das hingekriegt? Ich brauche meine Magie und die Viecher ziehen mir Magie ab. Hier darf ich nämlich ohnehin nicht zu viel Magie... Shit, sie haben mich gecornert. Magie verlieren. Ist da was drin? Oh, shit. Schild. Danke. Und schwupp. Und schwupp. Und... Ich habe dich... getroffen. Nein! Doch. Ich sehe nichts. Okay, einfach drauf. Einfach drauf. Möp. Oh Gott, wie ich sie hasse. Wie ich sie hasse. Tut mir leid, wenn ich gerade still bin. Ja, das sind die Jesus-Sandalen. Gemacht aus Jesus-Leder. Wozu sie gut sind, haben wir quasi in der Stadt schon gehört. Man kann mit ihnen über Wasser laufen. Ja, Übersichtlichkeit dieses Dungeons hier, oder beginnt mit diesem Dungeon hier, total für die Katz, abgesehen, was heißt abgesehen, im Gegensatz zu normalen Zeldas, also eigentlich was schon im ersten Zelda gang und gäbe, war, dass man Karten in Dungeons finden kann und Kompasse, die einem zeigen, oh, 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 hier ist Schatz, ja, diesen Raum hier, nein, no, oh. Okay, haha, oh, Taktik, Taktik für die Armen. Oh Gott, ich hasse es, wie dieser Gegner da positioniert ist. Da. Und, oh Gott, den habe ich auch schon wieder vergessen. Oh Gott. Ich bin unsicher. Ich glaube, ich kriege nicht mehr genug Punkte, um das Leben mitzunehmen. Auf alle Fälle werde ich jetzt das nochmal sein lassen. Ich kann das Leben ja auch noch steigern, sofern ich den nächsten Level abschritt. Nein! Oh Gott, da ist nichts drin. Schade. Okay, springen jetzt. Oh, ja, schön nach unten, so. Schneller, 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 schneller. Nein. Oh, jetzt aber, jetzt aber. Oh, ich hasse es, dieses schnelle Viech da unten. Wehe, wehe. Piu! Okay, okay, rechter Abschnitt. Verdammt, die saugen ja auch noch ordentlich Erfahrungspunkte ab. So, da machen wir eben ein bisschen Kopfschmerzen. Oh, ich liebe diesen Angriff. Ich liebe ihn. In der Hoffnung, dass jetzt keine Köpfe mehr kommen. Ich habe das manchmal das Gefühl, dass diese Köpfe irgendwo da spawnen, wo sie... irgendwo spawnen halt, wo man es am liebsten nicht hätte. Diese Viecher kriegt man hingegen lediglich kaputt, indem man ihre eigene Magie, ihre Schallwellen, also diese Mikrofon-Leute hier, diese Kuckuck-Klucks, bitte nicht springen, Viecher... Oh, oh boah, spawnt das Viech direkt in mir. Ach, der will was von mir, glaube ich. Wer weiß, was er unter seiner Kutte verborgert. Oh nein. Oh, der momentan wahrscheinlich noch einer der schlimmsten Räume dieses Dungeons. Ich hasse ihn. Ich meine, Gott. Gott hasst ihn. Ah,
Er hat ihn für die Sünder gemacht. Schnell Schlüssel mitnehmen. Ha, ha. Ha. Oh, ja klar, genau. So, den noch mitnehmen. Erfahrungspunkte wiedergewinnen. Kann ich hier noch Kraft? Oh ja, ich kann noch ein bisschen Kraft. Oh ja, ich habe mich, glaube ich, ich habe meinen Arsch quasi über... durch diesen rechten Abschnitt ist... Oh nein, die Viecher noch. Das eigentliche Problem ist, oder das, was normal eigentlich ist, diese Viecher erscheinen, sind weg und erscheinen dann irgendwo in diesem gleichen Raum hier. Meistens irgendwie am ganz anderen Ende, wenn ich sie jagen will, um ihre Erfahrungspunkte mitzunehmen. Aber dann, wenn ich einfach nur durch will, nein! Dann erscheinen sie direkt wieder vor meinen Quanten. So, jetzt haben wir den rechten Teil abgeschlossen. Wir haben den Dungeon-Schatz erlangt. Ich könnte mir jetzt noch etwas holen, was mir die weitere Reise etwas vereinfachen wird. Nicht das, was ich jetzt sage, was ich mir holen werde, sondern was anderes. Ich werde euch hier wieder treffen. Ich werde nämlich jetzt oben den Dungeon nochmal verlassen, nochmal die Magieflasche oben bei dieser Statue sammeln und dann sehen wir uns hier wieder. Bis gleich. Okay, im ersten Versuch hat das Auge mir das hier gedroppt und ich bekomme das hier. Nur damit es auf Video ist. Okay, ich werde hier noch einmal dingsen und mir nochmal eine rote Flasche holen und dann sehe ich euch gleich unten wieder. Nur fürs Protokoll. Zweimal das Zeug hier verlassen, zweimal wiedergekommen, zweimal das rote Ding gekriegt. Warum macht ihr nichts? Egal. Oh, wo jetzt eventuell ein paar Kenner dieses Spiels ja Pimpernellen, oh mein Gott, kriegen. Ist die Tatsache... Oh, den hab ich total vergessen. Ist die Tatsache... Soll man... No, ich brauche meine Magie noch. Das ist ein Dungeon, wo man Magie ohne Ende eigentlich brauchen kann. Deswegen kannst du mich mal... oh, ja, hier kann man, glaube ich, mal rechts... links! Da, wo der Daumen... Nicht rechts! Oh Gott. Oh Gott! Du hast... Oh, ich hasse diesen hohen Sprung. Das behindert mich beim Treffen der Gegner. Kommst du wieder zurück? Nein. Wo ein paar Kenner des Spiels wahrscheinlich gerade die Nase rümpfen werden. Dann, der Final Messenger kennt das ja gar nicht, was ich jetzt eigentlich ansprechen will. ist, man kann mit dem Feenzauber, den ich schon vor langer Zeit bekommen habe, ich übertüftel hier gerade aus, wie ich am besten hier runterkomme. Am besten so. Wobei, das hätte ich mir auch sparen können. Nein, ich will Stärke 8 haben, wenn ich diesen Dungeon beende. Das ist mir sonst zu riskant. Deswegen brauche ich dich eigentlich auch gar nicht zu besiegen, Harald, weil ich quasi jetzt genug habe. Also nur noch das Nötigste an Gegnern mitnehmen. Was mitzunehmen ist, den Rest einfach überspringen, um meine Chancen zu wahren, hier ohne Lebensverlust durchzukommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so weit schaffe. Oh, wie sehr ich in meinem Proberun hier gelitten habe. Oh Gott, gut, dass ihr das nicht mit ansieht. Und er sagt mir wieder Erfahrungspunkte weg. Na egal, ich habe ja genug. Okay, was ich ansprechen wollte, aber es bisher nicht tue... Fuck, das habe ich total vergessen, dass es hier auch nochmal weitergeht. Viel zu groß, das Teil. Oh, ich wage gar nicht an den fünften zu denken. Den fünften muss man nämlich noch halbwegs normal erledigen. Ich will jetzt aber nicht spoilern. Oh Gott, das war der mit den komischen Köpfen. Okay, kann ich den da triggern? Nein, also... Bums! Die Stelle habe ich mir gemerkt. Oh, hier habe ich gelitten, kann ich nur sagen. Okay, Bums? Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst, wenn ich hier über Abgründe springe. Und Angst... Schlüssel. Und... Nein! Okay. Oh Gott, verdammt. Obwohl, die Erfahrungspunkte habe ich ja quasi nicht gebraucht. Ich bin nicht auf Nummer sicher. Mach die Dinger hier kaputt, wenn sie spawnen. Uah! Damit sie mir irgendwie nicht in die Quere kommen... Stirb. Oh! Das ist praktisch gut. Damit sie mir nicht in die Quere kommen, wenn ich hier irgendwie so einen Jump machen muss. Der... dann eventuell im Abgrund landet. Ich finde ja, dass diese komischen Hintergründe hier aussehen wie aus Mega Man 1 diese Verschwindibus-Plattform. Oder war das... oder... Ey, ich hab dich einwandfrei gestochen! So. Geritzt habe ich das. Naja, vielleicht ist der unempfindlich gegenüber Ritz. Nein. Ey, mein Gott, was soll das? Okay, jetzt reicht's mir. Abprall. Diese Viecher gehen... Get me on the nerves. Oder so ähnlich. Was man machen könnte, deswegen... Ich mache hier mal ganz kurz, um es zu demonstrieren, einen Safe State. So, kleinen Moment. So, mit Fee kann ich... Fuck die Wand an. Ich habe einen Schlüssel. Schlecht, hätte ich vorher machen sollen. Soweit ich weiß, kann man mit Fee durch solche Türen durchfliegen. Aber ich glaube, das ist kein Bug, sondern ein Feature. Ich meine umgedreht. Ein Feature, sondern kein Bug. Nein! Ein... Fuck... Nein! Was... Wie heißt das? Ein... Es ist nicht beabsichtigt.
glaube ich zumindest. Verdammt, ich habe immer noch... egal. Ich zeige es irgendwann mal anders. Hoffe ich jetzt. Okay, du kannst einfach da bleiben. Ich sollte... Oh Gott. Hoffentlich... Oh mein Gott. Hoffentlich komme ich hier noch einigermaßen... Klar. Ich komme klar. Ich komme klar. Oh Gott. Ich brauche dich jetzt. Haha. Warum brauche ich das Ding jetzt? Ja, wenn wir gleich hier durch sind. Dazu mehr. Okay, es sollte nicht mehr allzu viel sein. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ist schlimmer als Dark Souls gerade. Ich glaube, Dark Souls ist einfacher als das hier. Zumindest, bin ich hier, glaube ich, weit öfter gestorben in meinem Leben als in Dark Souls. Obwohl, bei Dark Souls wollte ich aufgeben. Hier nicht. Dieser Boss hier bedingt Abprall. Warum? Werdet ihr sehen, wenn er da ist. Hallo? Bums. So, was ich zuerst mache, hier an den Rand gehen. Man könnte theoretisch auch an den rechten Rand gehen, aber laut meiner Erfahrung ist es so, dass er häufiger mal am rechten Rand, am linken Rand, da, wo er jetzt gerade war, auftaucht. Und, ja, dann kriegt man ordentlich aufs Maul. Und, ja, einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen, ist, seine komischen Laserstrahlen auf ihn zurückzuschlagen. Und, sollte ich jemals ein einfachstes Bosse-Video aller Zeiten machen, wird dieser Knabe hier definitiv drin vorkommen, wenn ich mich dir dran erinnern kann. Ich fass es nicht! Der goldene Penis! Yes! Wow! Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen, dass ich diesen Dungeon hier ohne zu sterben hingekriegt habe. Oh, gelobt sei die Übung! Ja, nennt mich Cheater oder sowas, ich üb's vorher. Das kann man einem sonst nicht antun und damit haben wir maximale Attacke. Yay! Zumal ich hier für meinen Geschmack eigentlich viel zu wenig Rüstungsschutz habe als viel zu wenig Lebensenergie. Oh Gott, ja, oder? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich sagen soll, ey, wir sehen uns wieder, wenn ich dieses Labyrinth hier beendet habe. Aber auf der anderen Seite könnte man wieder sagen, hey, Final Messenger 13, du cheatest, du machst Safe States. Damit geh ich um die Ecke, Link. Damit du hier durchkommst. Ach, Feuer. Ich kann's mir... Spring rein ins Feuer. Spring rein! Oh, nur noch ein Treffer für die Mistviecher. Und sie ziehen so viele Lebenspunkte ab, wenn ich mal reinfalle. Kommst du hier hin? Ja, sehr schön. Diese blauen Ritter, die ihre Keulis werfen. Die blauen Ritter mit ihren Keulen kann ich mit Feuer übrigens nicht töten. Das habe ich immer im Übungsrun versucht. Bei diesem einen, der relativ nah am Abgrund wieder respawnt, wenn er vorher selber reingesprungen ist, dieser Saftsack. Der wird damit nur ein Stückchen nach hinten gestoßen, macht aber keinen Schaden. Was war denn hier? Ah, hier war der Magie-Container. Ja, ich gehe absichtlich wieder außen rum, damit ich den fiesen Gegnern möglichst nicht begegne, die hier wieder auf mich lauern mögen. Mich wundert ja, dass an diesen Brückenübergängen keine auf mich warten. Ach, screw it, ich gehe den direkten Weg. Ich habe keinen Bock zu warten. Das glaube ich sogar... Oh, der letzte. Also der letzte vorgegebene Encounter, den es hier zu Encountern gibt. Und alles voll mit unbesiegbaren Hammerpanzergegnern. Verdammt, ich habe einen Hammer, um Felsen zu zertrümmern. Warum kann ich die Viecher nicht zerklöppeln? Warum können diese Gegner keine Magie hinterlassen, wenn ich sie... Nein, der große böse Mann! Oh, was? Moment, hohe CPU-Auslastung? Deswegen denn? Ja, mein Anti-Viren-Schutzprogramm und so weiter meldet sich gerade. Lasst mich in Ruhe. Fee? Kommt hier keine Fee? Oh Gott, und... Oh, Gott sei Dank, es ist Straße. Okay, oh, wunderbar. Nur noch zurück durch diese Höhle hier, dann sind wir wieder in mehr oder weniger bekannten Territorium. Ist cool, ist mir egal. Diese Viecher sind alte Viecher und ihr könnt mich mal. Obwohl, ich könnte eigentlich hochspringen. Und den hier könnte ich mal. Zack, 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 zack. So, ich gehe kurz hier rein, fülle mich wieder auf. Bis gleich. And now we're entering the Jesus Mode. Ching. So, hier oben könnte man glaube ich auch noch... Gibt es eine Abkürzung? Hier habe ich das Leben gefunden. Verdammt! Warum habe ich das nicht gewusst, dass es hier eine Abkürzung gibt? Hätte ich mir ja viel Umweg ersparen können. Ja, ja, jetzt seht ihr, es gibt hier eine Abkürzung und der Final Messenger 13 ist zu blöd, um die zu kennen. Ja, jetzt verlaufe ich mich hier auf dem Wasser. Das Blöde ist, es gibt hier quasi ein unterwässriges Labyrinth. Ich habe keine Ahnung, ob das Wasser zu kalkhaltig hier ist, dass man darauf rumlaufen kann. Oh Gott, jetzt habe ich total verfranst. So, nochmal zurück auf Ausgangsposition. Irgendwie so hier, jawohl. Moment, wo laufe ich denn hier gegen, mein Gott? Ich meine, ich laufe auf dem Wasser. Ich laufe darüber. Wo zum Teufel? Moment, jetzt muss ich gucken. Gab es nämlich irgendwo noch einen Weg nach oben? Und dann gehen wir nach da. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich ja teilweise nicht weiterkomme. Ja, ich meine, es sieht ja auch überall gleich aus. Ich meine, wenn es wenigstens... Hallo, bitte jetzt... Und? Na wohl, es... jawohl, es geht doch. Oh,
den vorletzten Herzcontainer ergreife ich mir. Didi. Wie gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich hier teilweise überhaupt nicht weiterkommen kann. Na gut, das haben sie wahrscheinlich gemacht, damit sie noch irgendwie sich ein Item für diesen Dungeon hier überlegen können, der mir irgendwo weiterhilft auf dem normalen Territorium, den ich sonst mit meinen Füßen, also jetzt mit diesem... Heißes. Oh mein Gott, das ist Heimatfarbe. Der grüne Link-Dungeon. Ist da was drin? Nein. Was soll ich es gesagt haben? Na egal, wahrscheinlich halt. Ja, sonst könntest du das Ende des Spiels mit den Dingern und das wollen wir nicht. Doch was wird sich in diesem Dungeon verbergen? Das erfahren wir beim nächsten Mal von Let's Play Zelda 2. Denn das Ding hier habe ich noch nicht geübt. Oh Gott, Piranha-Pflanzen des Todes? Oh Gott, ich musste erstmal aus dem Vieh... Das wollte ich jetzt gerade gar nicht gemacht haben. Ich wollte erstmal aus dem fiesen automatischen Schussgewehrgegner da raus. Oh mein Gott, ich sollte das nicht tun. Ich sollte... Das könnte ich aber tun. Oh Gott. Ich fass es... Leck, ich fass es nicht. So. Ich bin zu blöd, diesen Gegner hier zu bekämpfen. So, jetzt sehen wir mal kurz, wie kurz das ist. Es geht also viel schneller. Ich kann sie jetzt zeigen, ohne das alles rauszuschneiden, weil es schneller geht als am Anfang. Oh Gott. Ja, dieser... Das will ich noch eben tun. Komm runter, komm, fein. So, jetzt... Hier, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das soll ich doch irgendwie kapieren. Jetzt kann ich das doch machen hier. Hier komme ich wieder nur mit Fee rüber. Das Problem ist jetzt, in den Dungeons brauche ich jetzt, glaube ich, öfter irgendwelche besondere Magie, um weiterzukommen. Jetzt müssen wir das Ding resetten, indem wir da reingehen und hier wieder rausgehen. Beispielsweise, um irgendwelche solche Feenpassagen zu überwinden. Und ihr seht ja immer noch selber, dass Fee ordentlich Magie kostet. Und wenn man dann... Das ist ein schlechtes Spiel, dieses... Oh Gott. Meiner Meinung nach, dass man hier irgendwie teilweise festhängen kann und wieder irgendwie Magie grinden muss. Wenn man dann vorher mal denkt, oh, jetzt muss ich mein Leben retten, indem ich mir Kraft gebe. Doch wie es weitergeht, erfahrt ihr, wenn das nächste Mal das Licht angeht. Tschüss.